Was? Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich kann es auch kurz machen, weil unsere Wasserspezialisten in der Tat den Themen auch auf den Grund gegangen sind und sehr umfassend auch berichtet haben. Ich möchte nur noch einmal den Fokus wirklich auf eine Sache legen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Die pauschale Betrachtung des Wassers ist sicherlich wichtig, um die Menschen zu sensibilisieren, dass Wasser ein ganz, ganz wichtiges Gut ist. Aber noch einmal auch den Hinweis auf die regionalisierte Herangehensweise. Wir haben auch hier bei unseren Kolleginnen und Kollegen von den Inseln, nehmen wir Großbritannien, haben wir große Probleme, Irland, für Verständnis dafür auch zu sorgen, dass man eine gemeinsame Strategie hat. Man muss ganz sicherlich das differenziert sehen, und die Länder, die Wasser genug haben, haben ganz, ganz andere Probleme auch mit dem Wasserverbrauch und mit dem Umgang mit Wasser als die Länder, wo tatsächlich die Trockenheit und die Dürre besteht. Deshalb bitte diese Strategie differenziert sehen und auch im Wassermanagement für die Länder, die eigentlich gar nicht sparen sollten, sparen brauchten, auch eine andere Vorgehensweise. Herr Vorsitzender, eins muss ich aber noch sagen, und zwar, es wurde jetzt mehrfach gesagt, dass die Bauern als Wasserverbraucher besonders auch genannt werden müssen. Bitte, Herr Falkenberg, nennen Sie auch die Bauern als diejenigen, die das Wasser auch, ja, den Filter fürs Wasser auch bringen. Das muss auch in eine Bodenstrategie mit hinein, das muss auch in dieses Landmanagement mit hinein, denn ohne einen ordentlichen Filter findet ja auch kein gesundes Wasser im Grundwasser mehr statt. Und das muss man auch positiv nennen, um die Leute auch sozusagen, die Bauern auch mit im Engagement auch zu halten, für gesundes Wasser auch weiterhin ihren Beitrag.